Ja, hallo liebe Tabakfanatiker hier auf YouTube. Mein heutiges Video heißt Tipp des Monats. Warum, erkläre ich euch gerne. Ich habe über einen Bekannten einen Tipp bekommen von einem Labeldrucker im Thermodruckverfahren, der für ganz kleines Geld zu bekommen ist, weil es ein Auslaufmodell ist. Und zwar handelt es sich um diesen Burschen von der Firma Brother. Das ist der QL500. Ein Labeldrucker im Thermodruckverfahren, der bis zu dieser kompletten Breite Etiketten drucken kann, die es natürlich von der Firma Brother zu kaufen gibt oder auch von anderen Firmen. Und da bei diesem Drucker hier sind 100 Etiketten bei auf dieser Rolle und Thermodruckverfahren im Schwarz-Weiß- bzw. Graustufendruck. Als ich den Drucker gesehen habe, habe ich als erstes gedacht, boah, der wird bestimmt teuer sein. Und dann sagte man mir, nein, der ist überhaupt nicht teuer. Ich bekam den Link von der Seite von dem Händler, der diesen Drucker verkauft, und war erstaunt. Für dieses Geld muss ich den sofort bestellen. 25 Euro und paar Cent. Da habe ich gedacht, ob da ein Haken bei ist. Nein, ist kein Haken bei. Dieses Modell läuft aus. Also nicht so gesehen, da läuft nichts raus, sondern das ist ein Auslaufmodell. Also beziehungsweise es wird nicht mehr gebaut. So, jetzt habe ich es. Und naja, auf jeden Fall und alle Fälle macht das Teil so schöne Drucke. Also mit so einem Icon dabei und mit so Linien, die kann man dann selber erstellen. Und das Ganze sieht dann in einem Glas oder auf einem Glas sieht das so aus. Ne? Schöne Pfeife, Hausmischung dabei, sieht immer sauber aus. Dann habe ich mir gedacht, okay, im Graustufendruck, alles klar, für 25 Euro das Ding kaufst du dir. Das war die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Also sauberer, schneller und besser, variabler geht's nicht. Es ist zwar ein Graustufendruck, kein Buntdruck, aber ich denke mal, das macht überhaupt nichts. Ja, ich war also so begeistert davon, bekam das Teil zugeschickt, packte ihn aus. Die Einrichtung ist total einfach, da ist eine Software bei mit einer Arbeitsfläche, die ultra leicht zu bedienen ist. Man kann sämtliche Cliparts aus dem Internet verwenden. Die macht er dann automatisch im Graustufendruck, setzt er die um. Da sind aber auch schon bei der Software unwahrscheinlich viele Icons, Zeichen, Rahmen, Linien. Alles Mögliche ist dabei, was man dann auf die Etiketten draufdrucken kann. Den Link dazu habe ich unten in die Beschreibung gesetzt. Da bekommt ihr, oder beziehungsweise wenn ihr diesen Link anklickt, kommt ihr direkt auf die Seite von dem Vertrieb, der diesen Drucker verkauft, und direkt auf die Seite, wo der Drucker zu finden ist. Ja, ich war so überrascht, dass Folgendes passiert ist. Der Alex hatte ja das Video eingestellt von dem Pfeifenstammtisch, der freitags, ich glaube, ab 20 Uhr stattfindet auf Skype. Die Idee, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, hatte wohl der Wolfgang, unser Wolfgang aus Flensburg. Und der Alex hat das dann wohl irgendwie gemacht oder gemanagt, keine Ahnung. So irgendwie war das. Möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall war ich davon begeistert und habe den Alex angeschrieben und habe ihn gefragt, hör mal zu Alex, ich würde da gerne dran teilnehmen. Was muss ich machen? Hast du Skype? Natürlich. Dann gib mir deinen Skype-Namen. Wir tauschten also die Skype-Namen aus und bei der Runde, die er dann aufgebaut hatte, hat er mich dann mit dazu genommen. Ja, die Runde war super. Frank war dabei. Ich habe jetzt den Namen soweit nicht im Kopf, den er auf YouTube hat. Der Frank war auf jeden Fall dabei. Der Alex war dabei und meine Wenigkeit. Das hat so einen riesen Spaß gemacht. Ich bin also absolut begeistert und kann nur jedem empfehlen, der Interesse an Skype hat oder überhaupt Skype auf dem Rechner hat,
der an so einer Pfeifenrunde mal teilnehmen möchte oder überhaupt mal sich mit dem einen oder anderen in Kontakt bringen möchte, macht das. Es ist eine klasse Sache, wirklich. Ja, das ging dann so weit, dass wir gestern am Sonntag noch eine kleine Runde hatten. Da war der Alex bei, der Frank war dabei, der Elster-Schamane, der Etienne, meine Wenigkeit und noch zwei andere, deren Namen mir jetzt aber entfallen sind. Und wir haben uns über alles unterhalten, über Pfeifen, über Tabake, über Gewohnheiten, über ach, alles, was uns so einfiel. Alltägliche Sachen, all möglichen Kram. Und unter anderem erwähnte ich dann meinen kleinen Freund, die neue Errungenschaft, den Nebeldrucker QL500. Und da sagte der Etienne zu mir, der Elster-Schamane: Thomas, das ist ein Ding für YouTube, da würde ich ein Video drüber machen. Das kann bestimmt der eine oder andere super gebrauchen für das Geld. Boah, da also kann man nicht nein sagen. Mensch, denke ich, na klar, kannst ein Video drüber machen. Ich war so euphorisch und so positiv von diesem Skype-Chat angetan, dass ich daran eigentlich gar nicht mehr gedacht habe. Ich habe gesagt, okay, Etienne, danke für den Tipp, das mache ich. Also auf diesem Wege, Etienne, ich habe das Video gemacht. Danke für deinen Tipp, denn das ist der Tipp von Etienne gewesen, der mich auf diese Idee gebracht hat. Ja, also wie schon gesagt, ich habe den Link unten reingestellt, habe noch ein paar Bilder hinten dran gehangen. Die Label gibt es in verschiedenen Größen von der Firma Brother. Vielleicht gibt es die auch von einer anderen Herstellerfirma, die vielleicht noch was preiswerter sind. Also, da stehen alle Eckdaten bei, eine komplette Beschreibung, da ist das Software bei, das ist also kinderleicht, das Ding zu bedienen. Super toll gemacht. Und ich denke mal für den einen oder anderen eine super Idee, wenn man so einen Labeldrucker gebrauchen kann, wenn man was beschriften will, Hefte, Türen, Kartons, seine Mischungen, seine Hausmischungen von Tabaken oder alles Mögliche. Ist eine prima Sache, guckt es euch zumindest mal an. Vielleicht kann der eine oder andere den gebrauchen. Ich habe das Video gemacht. Mir bleibt nichts anderes mehr übrig, als euch noch eine schöne Karnevalsrestwoche zu wünschen. Heute ist Rosenmontag, morgen Veilchen Dienstag. Der eine oder andere hat wahrscheinlich frei und kann die Tage noch genießen. Und schaut auf jeden Fall mal im Skype-Chat vorbei. Fragt den Alex oder fragt den Wolfgang, aber ich glaube, der Alex, der managt das im Moment so. Und dann vielleicht sehen wir uns im Skype wieder. Bis dahin bleibt mir auf jeden Fall gewohnt, bleibt mir auf jeden Fall gesund, nicht gewohnt. Ist los. Gesund meine ich und habt noch eine schöne Restwoche. Ich sage Tschüss, euer Thomas. Bis dann, ciao. Thank you.